Eine erhöhte Promidichte ist in Salzburg zur Festspielzeit nicht ungewöhnlich. 15 Weltmeister und Olympiasieger auf einmal haben im Peterskeller aber doch Seltenheitswert. Die Sportler besuchen auf Einladung der Salzburger Nachrichten eine Aufführung des Jedermann. Ich habe ihn schon einmal gesehen vor Jahren, aber leider nicht am Domplatz. Und kulturell bin ich nicht so bewandert, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, das alles im Freien zu miterleben, dann freue ich mich natürlich drauf. Ja, ich habe ihn Jedermann schon einige Mal gesehen, aber immer wieder ein wenig spannend mit den verschiedenen Darstellern. Und heuer haben wir auch wieder was Neues und wie gesagt, ich sehe ihn heute zum vierten Mal dann. Wir haben jetzt Glück gehabt, vorgestern den Herrn Becker persönlich kennenzulernen in Goldegg. Der hat uns da um Mitternacht mal so eine kleine Vorstellung aus seinem Repertoire gemacht und wie gesagt, ich werde halt mit einem Auge immer auf den Tod schielen. Live ist das erste Mal, ja. Live habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe die ganzen Zusammenschnitte im Fernsehen einmal angeschaut, im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Und es war ja ganz interessant. Jetzt freue ich mich, dass ich ihn live einmal anschauen kann. Nein, gesehen habe ich ihn noch nicht, aber man hört natürlich immer wieder davon. Wir haben das Stück in der Schule natürlich gelesen und von dem her freue ich mich schon sehr, sehr drauf, weil es doch also weltberühmt ist, wie Sie selber sagen. Also wird sicher eine tolle Sache werden. Das Wetter spielt tatsächlich mit und so geht sich auch ein Erinnerungsfoto auf dem Domplatz aus. Aufstieg und Fall des reichen Mannes ist ein Thema, das auch die Sportler bewegt. Wenn man sich auf den Fundament des Ruhmes irgendwie noch an sein Idealismus aufbaut oder sein Selbstwertgefühl noch an, ist man auf dem falschen Weg und sollte Spaß haben am Sport und alles andere. Die Bibel heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugefügt. Der Erfolg ist wirklich noch nicht alles, weil man muss ja dann auch schauen, wie geht man damit um. Und bei mir hat es schon noch diese Sinnsuche nach den Olympiasiegen auch gegeben, auf alle Fälle. Und wie kommt man dann, wie bewältigt man das Leben dann nach dem Sport? Das sind ganz wichtige Themen nach wie vor für mich. Ich glaube, es ist selber gut, wenn man am Boden bleibt. Nein, ich freue mich auf das Stück und ich finde es super, dass ich da sein kann.